Moin moin Leute, willkommen zur nächsten Folge, in der letzten Folge von Hearts of Iron. Da haben wir ja fast, muss man sagen, den Bürgerkrieg schon beendet, aber wir sind jetzt kurz davor. Und zwar müssen wir noch Valencia erobern und dann sollte das Ganze auch mal vorbei sein. Ich glaube, dann haben wir es auch mal geschafft. Ich hoffe es, sagen wir es mal so. Ja. Gut, was nehmen wir denn hier mal für... Ja, wir haben echt wenig Kriegsunterstützung, ne? Ich würde hier gerne mal jemanden nehmen. Angriff. So. Ne, es geht ja nicht. Wir brauchen noch ein bisschen Befehlsmacht, damit wir hier mal was ausrichten können in der Politik. In unserem Generalstab. So, ich glaube, das war's. Bam. Ja, war's das? War's noch nicht. Muss ja, müssen wir noch holen. Okay. Kriegen wir auch noch hin. So. Sind sogar noch zwei Siegespunkte. Dann. Ja, gut, ist jetzt auch vorbei. So. Ein paar Tage noch. Ah, jetzt lenken sie hier. Lassen sie den. Ja, so, das war's. Gut, dann können wir im nächsten Schritt jetzt endlich die Iberische Union ausrufen. Und hoffen, dass die Spanier auch akzeptieren. Aber eigentlich ist mir es noch nie passiert, dass sie nicht akzeptieren. Deswegen verbessern wir mal die Meinung mit denen. Und... Ja, wir hätten vielleicht ein bisschen Waffen an die liefern müssen, ne? Genau, was auch in der letzten Folge passiert ist. Die Sowjetunion hat einen Bürgerkrieg gegen die SSSR. Und... Ja, wir können uns mal versuchen, wenn wir schon dabei sind, ein bisschen einzuschleimen bei den kommunistischen Staaten, die es auf der Welt so gibt. So, es gibt verbesserte Artillerie. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch auf Industrie. Ich bin ein bisschen schnell unterwegs heute. Weil noch nicht so viel zu tun ist. Weil unsere Nation noch nicht so stark ist, ne? So, wir versuchen noch mal ein paar Divisionen auszubilden. Und können jetzt die Iberische Union ausrufen. Das wollten wir doch. Gut, wir können aber immer nur noch auf Teilmobilmachung. Da ändert sich noch nichts. Industriekonzern, okay. Und ansonsten müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abwarten, ne? Nach dem ganzen Stress in der letzten Folge und am Anfang dieser Folge können wir jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Unser Land mal ein bisschen aufbauen. Ich hätte vielleicht auch mal auf 4 stellen können, die Geschwindigkeit während des Krieges. Hm. Egal, bin ich halt. Genau, Italien hatte SFR Jugoslawien den Krieg erklärt. Wir wollten da noch gucken, wie es hier aussieht. Okay, Österreich-Ungarn gibt es ja. Ich weiß gar nicht, ob es letzte Folge schon so war. China gehört zu den Alliierten, was die ziemlich stark macht. Frankreich wird wahrscheinlich gleich auch hier rein. Ja, Polen. Es wäre wahrscheinlich, dass Italien... Nee, dass Frankreich bei den Alliierten beitritt, das könnte ich mir vorstellen. Vor allem... Die haben jetzt Krieg gegen Italien. Ah, mal gucken. Aber warum sind die überhaupt im Krieg gegen... warum ist China überhaupt mit... Ah, okay. China ist mit im Bündnis der Alliierten. Wahrscheinlich, weil die Krieg gegen die Kwang-Territorien haben, die Kaiserlichen und Mengoku. Und Japan hat ja einen Bürgerkrieg. Stimmt, das habe ich doch gar nicht mitgekriegt. Der ist demokratisch. Was erstmal gut ist, weil ein faschistisches Japan schon ziemlich stark sein kann. Aber... Die werden demokratisch und das heißt, dass wir die vielleicht auch als Gegner haben können. Ja. Was nicht gut ist. Deutschland, das Deutsche Reich hat ja das Sudetenland. Österreich-Ungarn hat es halt nicht, aber ist schwierig. Italien wird vielleicht noch neutral durch Deutschland. Die können das ja machen. Ich habe gerade mal überlegt, für die Leute, die jetzt komplett neu auf diesem Kanal sind und Hearts of Iron nicht so gut kennen. Ist jetzt bestimmt voll verwirrend, wenn ich hier so laber. Also ich kann es ja nochmal erklären. Deutsches Reich hat halt die Möglichkeit, Italien, also Mussolini zu ermorden und den König von Italien wieder an die Macht zu bringen. Dadurch wären die dann hier neutral und könnten den Mittelmächten beitreten. Das würde bedeuten, dass es die ja, Mittelmächte wieder geben kann. Durch, also darin sind dann Deutsches Reich, ein Deutsches Kaiserreich, Österreich-Ungarn und dann halt Italien. Und vielleicht noch andere, wie zum Beispiel Bulgarien. Aber das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung. Das kann passieren, muss es natürlich nicht. So, wir können jetzt Angola integrieren und Mosambik integrieren. Das gibt uns jetzt zusammen minus 0,4% politische Macht. Macht uns das weniger.
Und die Sowjets haben keinen Bürgerkrieg mehr, sind jetzt aber im Krieg gegen Italien. Schön. Jugoslawien ist ja kommunistisch. Was gut ist. Okay, Rumänien ist jetzt auch beigetreten. Kann man machen. Frankreich ist auch... Alter. Sehr schön. Gut, dann müssen wir Frankreich halt nicht überfallen. Auch gut. Gibt Schlimmeres. Mal gucken, ob sie vielleicht irgendwann wieder austreten. Aber dann sehe ich mich im Bündnis der Sowjets auf jeden Fall, muss ich sagen. Da sehe ich uns. Zumindest fürs Erste. Mal gucken, ob wir da auch bleiben auf Dauer. Wir wollen uns erstmal gucken, ob die Iberische Union wirklich ja, funktionieren kann. Wir haben jetzt, halten wir mal fest, 7,1 Millionen Kernbevölkerung. Mal gucken, wie viel es gleich ist. Ich bin mir schon so sicher, aber eigentlich hat es immer geklappt bis jetzt, wenn ich Singleplayer ein bisschen gezockt habe, dass die sich vereinigt haben, also zugestimmt haben, die Spanier. Ich meine, dafür haben wir die ja auch unterstützt im Bürgerkrieg, ne? Also, eine Hand wäscht die andere, ne? Na, wir gucken mal, wir gucken mal. Wir haben sogar Gibraltar jetzt. Warum haben wir Gibraltar? Ah, es hat geklappt, Leute. Schön. Gut, aber warum haben wir Gibraltar? Die Briten werden kommunistisch, Leute. Oha. Oha. Ja, das ist, Man könnte überlegen, vielleicht auch mit den Briten gemeinsame Sache zu machen und gegen die anderen Kommunisten vorzugehen. Aber ich glaube, erstmal sollten alle Kommunisten gemeinsam vorgehen gegen alle anderen. Das ist interessant. Das heißt, es wird gar nicht so viele demokratische Staaten geben. Japan wird jetzt halt demokratisch. Die Briten dafür kommunistisch. Mal gucken. Ich denke, die Chinesen und die Japaner, beziehungsweise Japaner sind noch nicht bei den Alliierten, aber die Chinesen werden dann früher oder später austreten. Aber die Briten brauchen ja bekanntlich etwas länger als andere Nationen, bis sie dann endlich wirklich ihre neue Ideologie annehmen. Sind wir mal gespannt. So, wir können sogar Kriegsschiffe machen. Machen wir mal ein paar U-Boats in Barcelona. Wir hatten 7,1 Millionen, jetzt haben wir 33 Millionen. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. So, wir können jetzt einmal die Volksfront, der Volksfront-Block. Dann ist es uns möglich, ein Bündnis zu erstellen. Und wir laden wen ein? Wir laden niemanden ein, ne? Deutsches Reich, Vereinigtes Königreich und Frankreich kriegen temporären Effekt. Iberischer kommunistischer Druck. Dadurch kriegen die tägliche Beliebtheit Kommunismus plus 0,02. Und wir kriegen gute Beziehungen zu allen anderen kommunistischen Staaten. Dann können wir uns lateinamerikanischer Kommunismus, dann können wir dasselbe in jedem lateinamerikanischen, also südamerikanischen Staat machen. Und unsere Genossen in Übersee, das ist genau, dass wir die einladen können, alle südamerikanischen Staaten, die kommunistisch sind, können wir dann einladen. Oder wir sagen, wir nehmen das hier. Kriegen wir Kriegsziele? Ah, nee, da kriegen wir 1000 Waffen, schicken wir an Frankreich. Nee, wir machen den Volksfront-Block, aber ich glaube, haben wir das jetzt? Ich glaube ja, wir haben die Industrieschwerpunkte hinter uns. Beziehungsweise alle außer den hier. Und ja, gut hier, ne? Gut, hier ist noch ein Forschungsteam. Dann machen wir das jetzt noch. Alle Divisionen hier machen wir zu portugiesischen. So. Genau. Das ist richtig gelangweilt an. So. Gut, haben wir noch ein paar Divisionen hier? Ja, haben wir. Die Sowjetunion hat den kaiserlichen Kwang-Territorien den Krieg erklärt. Und unsere Armee ist mittlerweile fast 200.000 groß. Und wir benennen die jetzt um. Denn ich kriege sonst ein Raster hier noch. Portugiesische Infanterie. Division. So, da haben wir ein bisschen Ordnung. Wie viele Waffen haben wir im Plus? 7,2000, damit können wir ein bisschen was anfangen. Machen wir mal hier 15 Divisionen rein ins Feld und vergrößern unsere Division. Ungefähr auf Gefechtsbreite, ja, 19. Können wir noch was reinmachen? Nee. Vielleicht noch eins, ja, 21, ist ein bisschen zu groß. Ne? Machen wir mal 19. Gefechtsbreite, wir haben 65 Fabriken, sehr schön.
Die Vereinigung Iberiens, das ist erst der Anfang. Genau. Ja, jetzt hat Frankreich ja bereits ein Bündnis. Was die ganze Sache jetzt nicht gerade einfacher macht. Wir können jetzt erstmal noch mehr Divisionen hier oder Armeegruppen zuweisen. So, die Maximalanzahl, nämlich 5. Und machen erstmal eine Frontlinie zu Frankreich. So, wir haben keine Generäle. Wer hätte es gedacht? Wäre schön, wenn wir die von Spanien gekriegt hätten eigentlich. Wir machen hier jetzt mal, nee, nicht Friedensversprechen, verbesserte Bedingungen für Arbeiter. Und müssen uns ja erstmal einen Überblick verschaffen. Und zwar wäre es, glaube ich, am schlauesten, würden wir jetzt erstmal Italien angreifen. Ja, doch, oder? Wir würden jetzt natürlich alle Sowjets beitreten. Probieren wir es. Probieren wir es erstmal hier weiterzumachen. Asiatische Liga. Italien ist der Asiatischen Liga beigetreten. Ja, mhm. Oh, gut, ist jetzt nicht gerade das Problem. Ist okay, ne? Wir könnten natürlich wirklich gegen Italien noch ziehen und uns potenzielle Punkte beanspruchen. Ich mach's mir auch unnötig schwer eigentlich, ne? Ich kann eigentlich direkt den Russen beitreten. Muss gar nicht diese unnötige Weltspanne generieren. Wir warten noch ein paar Tage. Dann helfen wir denen. Warten wir erstmal, bis die ausgebildet sind. So, hier brauchen wir 11 weniger Stahl. Das ist doch schön. Kriegen wir wieder zwei Fabriken, glaube ich, wieder. So, jetzt können wir die sofort ins Feld packen. Läuft doch wie am Schnürchen. Ah, auf eine warte ich noch. Los jetzt. Los jetzt. Ah, jetzt, okay, gut. So. Gucken wir da rein. Wir können sogar noch einen neuen General. Der ist aber glücklich. Gut. So, ich würde sagen, das hat ganz gut geklappt. Ja, jetzt können wir natürlich nicht Frankreich erobern, ne? Ist halt so ein Ding. Ist nicht so wild. Weiß gar nicht, wie groß ist eigentlich. Hier. Na, wo sehen wir es denn mal? Hier nicht. Hier sehen wir es. Hier sieht man es ganz scheiße eigentlich nur. Hier sieht man es auch nicht. Ja gut, auf der Seite sind 2,76 Millionen. Ich schätze mal, Britannien hat so 600.000. Also sagen wir mal, 2 Millionen haben die Franzosen und Sowjets also in ihrem Bündnis zusammen. Ja. Vielleicht ein bisschen weniger, 2 Millionen. Das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Wir haben jetzt 500.000 gleich im Feld ungefähr. Ist okay. Damit kriegen wir Frankreich auf jeden Fall nicht platt. Zumindest nicht zusammen gegen die Sowjets. Deswegen würde ich sagen, schließen wir uns erstmal diesem Bündnis an der Sowjets. Und machen gleich jetzt gleich erstmal unseren Schwerpunkt. Und zwar diesen hier, der Volksfrontblock. Und machen damit dann auch Deutschland ein bisschen kommunistisch. Das ist ganz gut, weil die haben ja sowieso schon 24%. Und die Briten machen wir dadurch auch noch kommunistisch. Die haben ja auch schon fast 50%. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir es gerne mit einem Daumen nach oben, einem Abo oder einem Kommentar. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin. Ciao.